Wunderschönen guten Morgen. Ich bin ja nun seit einem halben Jahr hier in Völs. Das ist bei Innsbruck in Österreich. Und da ich jetzt auch mehr Zeit habe, da ich keine feste Anstellung habe, arbeite ich nun mit einem ganz, ganz tollen Team von ungefähr zwischen 15 und 20 Leuten. Ich weiß nicht, ob es ehrlich gesagt ist. Bei Essen auf Rädern. Ja, und ich möchte einfach Danke sagen an alle möglichen Menschen, die auf der gesamten Welt, in Deutschland und Österreich, ehrenamtlich tätig sind. Ehrenamtlich heißt einfach, dass es ein Ehrenamt, wie schreibt man das? Einfach, dass Menschen aus freien Willen, aus Überzeugung zu unterstützen, anderen Menschen zu helfen oder der Umwelt. Es gibt ja auch Ehrenämter, die sind nicht spezifisch auf Menschen, sondern eher auf Umwelt. Aber zumindest hier in diesem Video geht es um die Ehrenämter, die sich um Menschen drehen. Und zwar um alle Menschen, die ehrenamtlich bei Essen auf Rädern in Österreich, in Deutschland, egal wo auf der Welt mithelfen. Und um euch so einen kleinen Einblick zu geben, was denn eigentlich Essen auf Rädern ist und was wir machen oder was ja das gesamte Team macht, ja, darf ich euch heute mitnehmen mit einem Kollegen. Und ja, ich zeige euch so ein bisschen, wie das abläuft, jetzt wegen der aktuellen Situation. Ja, ich hatte geschaut, dass ich einfach jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, mich mit älteren Menschen vernetzen kann. Genau, es ist einfach schön, es zurückzugeben. Und die Menschen sind sehr, sehr dankbar. Ja, viel Spaß und bis spät. Die ersten Tage, wo ich hier war, war ich immer so, boah, mit den Bergen. Luna, warte mal kurz. Ach. Jetzt kam uns gerade Luna entgegen. Die hat gedacht, sie geht mal alleine spazieren heute bei dem schönen Tag. Na, wir werden jetzt eingesammelt. Sonst von Gary. Und ja, ich sagen wollte, dass einfach die Berge hier, dass das einfach ein unglaubliches Panorama ist. Egal, wo man hingeht, ob man einkaufen geht oder ich jetzt so zu meinem ehrenamtlichen Job oder ja, es ist einfach jedes Mal richtig, richtig schön und so eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit, dass ich hier wohnen darf. Ja, das nehme ich jetzt. Hier stehen auch noch ein paar mein Kollege, die eben abgestellt sind. Zwei, da ist noch eine. Ungefähr so mit Essen können die so 4-5 Kilo haben. Und die haben wir jetzt hier ausgetauscht. Jetzt geht's wieder weiter. Und die nächste Box. Wir haben ja auch immer so ein Menü mit dabei. Das heißt, das können die jetzt ausfüllen, was die nächste Woche haben möchten. Der Kollege, der Rainer, ist jetzt schon ein Stück vorgefahren zum nächsten Haus und schnappen jetzt die Box und dann gehen wir weiter. Das heißt, wir fahren immer zu zweit und haben so ein Transporterauto. Wir haben momentan so um die 50 Essen, die wir ausliefern. Ganz viele ältere Leute sind vorher, vor Corona war, hallo, sind vorher, vor Corona war, ins Sozialsprengel in Völs gegangen und haben dort gegessen. Die kommen jetzt eben auch und bekommen auch dieses Essen. Wir brauchen ungefähr so 2,5 Stunden für die 50 S. Und diesen gesamten Völs können wir jetzt ausfahren. Ja. Komme! Schnell! Ja, dort die erste. So, das sind die Boxen. Komm da rein. Die nehmen wir mit vor.
und eine noch eine Box. Wunderschöner Tag heute. So, hier steht sie draußen schon. Ich habe das Menü, was es dann gibt. Kann man ankreuzen. Das heißt, die Box stelle ich hier hin. Und die alte nehme ich mit. Die leere Box kommt wieder hier rein. Danke. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen sind wir auch wieder da. Gerne. Ja, genau. Richtig. Ja. Fertig. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht wie viele, also 25 Boxen ausgeliefert, circa, oder ein bisschen mehr. Das heißt, jetzt haben wir Halbzeit, es ist fast 10 Uhr, wir sind sehr gut in der Zeit und ja. Halbzeit bedeutet, dass wir den Wagen tauschen, der im Auto ist, weil ein Wagen hat immer um die 25 Boxen. Piep, 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 piep. Und ganz viel Schokolade, die wir haben, in die Küche abgeben, weil wir so viel bekommen. Der zweite Wagen ist drin und dann können wir weiterfahren auf die zweite Tour. Morgen sind wir auch ein bisschen früher, wegen Ostern. Genau, ungefähr. Bis morgen. Tschüss.